Herzlich willkommen, liebe 1000 PS-Fans, zur Intermod 2016 am Stand von Hornig Motorradzubehör mit Tobias Hornig. Hallo Tobias. Hallo. Wir haben gerade zwei wunderschöne Einzelstücke besprochen auf Basis von Youngtimer und Oldtimer, Scramblers in dem Fall. Und jetzt sprechen wir über das meistverkaufte Motorrad, die GS, und dafür habt ihr auch ein neues Programm. Genau, also für die 2016er, die da hinter uns steht, haben wir einige Teile neu gemacht. Viele waren ja immer noch kompatibel. Und wenn wir mal vorne anfangen, sieht man zum Beispiel unsere Hupe, die Nautilus-Hupe, dass man auch im Straßenverkehr nicht überhört wird, mit dem Plug-and-Play-Kabel und Haltesatz, den wir dafür machen. Und die ganzen Gitter, Kühlergitter, Lufteinlassgitter und hier die Sturzbügel oder auch in ganz neuer Produktion die Carbon-Seitenteile mit dem R1200 GS-Schriftzug drin. Und dann haben wir halt die Standardsachen natürlich noch dran. Z-Technik Windschild gibt es in drei verschiedenen Größen, jetzt dann sogar in vier verschiedenen Größen. Wenn noch größere Fahrer mehr Windschutz benötigen, verschiedenste Tankrucksäcke im Programm, unsere oder hier ist ein Gibi-Tankrucksack mit drauf oder die Sitzbankumänderung von uns, den Service, den wir anbieten, dass der Kunde die Sitzbank zu uns schickt und wir polstern die so um, wie er was die haben will. Oder die Tracker Outback-Koffer, Remus Auspuff ist natürlich mit dran, Kotflügel, um noch mehr Spritzschutz zu bekommen. Und unser Steckenpferd, die Alu-Dreh-und-Fräs-Teile, die wir selber machen, um eben da die ganzen Löcher im Rahmen zuzumachen. Hast du ungefähr im Kopf, wie viele Produkte es gibt für die GS von euch? Viele. mit Sicherheit mehrere hundert. Ja. Ich weiß nicht auswendig, wie viel, keine Ahnung. Ja. Irre. Habt ihr auch Programme, dass du sagst, der Kunde kann nehmen, keine Ahnung, Programm Tourer, Programm Sport, Programm irgendwas? Habt ihr da so Sammeldinge oder ist das einzeln alles? Alles einzeln erhält sich ja. So, weil die Kunden ja wollen sich sehr unterschiedlich immer zusammenstellen. Ja. Der Geschmack ist unterschiedlich und dann kann er sagen, ach, ich will hier und hier den Deckel und dann brauche ich noch das Windschild dazu. Genau, also keine fertigen Programme, sondern er bekommt alles individuell, so wie er es haben will. Eins interessiert mich noch, muss ich ein bisschen näher darauf eingehen, du hast gesagt, Sitzbänke von euch, auf Kundenwunsch gebaut. Das heißt, man kann jetzt auch für die GS, wenn ich nicht so groß bin, das Ganze ein bisschen weniger aufpolstern, mehr aufpolstern. Genau, korrekt. Der Kunde schickt die Sitzbank zu uns, wir brauchen die Schale als Basis. Mhm. Und wenn jetzt ein kleinerer ist, der sagt, ich komme mit den Füßen nicht so gut runter, dass er besser einen Stand hat, können wir problemlos 2,5 cm runtergehen, ohne dass er Sitzkomfort verliert. Ist noch weniger ist natürlich auch möglich, es wird aber empfehlen wir eigentlich nicht, weil er ja dann immer mehr Sitzkomfort verliert. Aber ja. Aber besser, man steht sicher, als dass die Maschine mal umfällt. Mhm. Das heißt, also er braucht die Sitzbank, die schickt er euch zu oder bringt es vorbei. Genau. Und wie lange dauert das so im Schnitt, bis er die dann hat? Wann sollte, jetzt im Winter ist natürlich kein schlechter Zeitpunkt, oder? Genau, Winter wäre der richtige Zeitpunkt dafür. Wir brauchen ungefähr 14 Tage zum Umbau und dann schicken wir es wieder zurück. Gut, das ist ja gar nichts. Das kann man ja auch kurz vor der Saison auch noch machen. Ja. Wann habt ihr da die größte Auftragslage? Wann? Im Winter schicken es die meisten ein, ja. Genau, also, und so ist es für uns natürlich auch gut. Dann haben wir im Winter, wenn die Motorradsaison so abflaut, natürlich auch noch was zu tun. Ja, sehr gut. Okay, danke. Ihr habt da drüben einen Katalog. Den kann man sich auch online bestellen, oder? Kann man auch online bestellen oder auf den ganzen Messen mitnehmen. Ja, auch perfekt für den Winter, für die Lektüre zu Hause vorm Kamin. Genau. Okay, danke Tobias. Alles klar, danke.